Na, dann ziehen wir doch mal weiter. Oh, und oh, da ist eine Markierung. Der geneigte Zuschauer mag sich wundern. Ich habe mir nochmal einen neuen Shepard erstellt, weil ich war mit dem alten Shepard, den ich gerade hatte, den Steffen Shepard, eher unzufrieden. Ich finde, der hier sieht besser aus. Das Doofe ist, beim Charaktereditor hat man halt nur die Frontalansicht und man kann ihn nicht im Profil sehen. Und beim anderen gefiel mir das Profil nicht. So. So. Aber bei dem bleibe ich jetzt. Drücken Sie, um sich ducken auf. Okay. Ich gehe mal in Duckung. Oh, da kommen auch direkt Feinde. Hehehe, Trottel. Sind da noch mehr? Irgendwo auf schießen die jedenfalls noch. Hehe, Trottel. Da sind noch zwei rote Dreiecke. Die laufen einfach ohne Deckung rum. Supi. Lassen die eigentlich irgendwie mal hilfreiche Dinge fallen? Nein, die lassen gar nichts fallen. Nur sich selbst. Ach, guck mal, das ist die Ausgrabungsstätte. Da ist aber nicht viel vorhanden, oder? Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe. Die Rampe da hoch. Gehen wir doch mal zum Camp. Drücken Sie, wenn Sie... Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Gute Idee. Alles nehmen. Präzisionsgewehre, Pistolen, alles Mögliche. Drücken Sie zum Schnellspeichern 5. Man war noch am Leben, als Sie ihn aufspießten. Cool, ne? Uns zu töten reicht nicht. Die Geth wollen, dass wir leiden. Ah, cool. Opfer aufzuspießen, statt sie zu erschießen. Dafür muss es einen Grund geben. Spaß? Klassische psychologische Kriegsführung. Sie setzen Terror als Waffe ein. Ah, ich dachte, Leute aufspießen macht aber Spaß. So, ich will mal ganz kurz gucken, was ich... Ich habe gerade eben noch eine Pistole und ein Sturmgewehr. Nee, ein Snipergewehr. Was haben wir hier? Die macht noch mehr Schaden. Die Edge 1. Aber noch weniger Präzision. Egal, ich rüste sie aus. Ja, und die Upgrades werden übertragen. Auch schön. Und Großkaliberlauf. Mehr Schaden, aber weniger Feuerrate und weniger Hitzeabsorption. Ja, komm, knall rein. Panzerbrechend 1. Phasenmunition. Ich bleib bei Panzerbrechend. Präzisionsgewehre. Man hat schon eine schöne Auswahl. Ich nehme auf jeden Fall, dass das mehr Schaden macht. Schön, dass man da so ein bisschen dran rumbasteln kann. Hier ein anderes Rüstungsupgrade vielleicht. Abkühlungsreduzierung. Schmetterschaden. Abkühlungsreduzierung. So, man kann auch bei seinen Teammitgliedern die Dinge so ein bisschen... Da kann man das gleiche machen, wollte ich damit sagen. So, hier, du kriegst auch ein paar Upgrades. Du kriegst eine leckere Phasenmunition. Die macht zwar weniger Schaden, umgeht aber Schilde. Sonst noch was? Irgendwas an Rüstung. Schockabsorber. So, und Ashley Williams. Die kriegt auch noch hier. So. Und eine andere Pistole. Nee, sind nur noch die gleichen Pistolen. Tja, ist nichts anderes übrig. Das tut mir sehr leid. Für sie ist nichts mehr übrig. Aber ich finde bestimmt noch mehr Kram, den sie dann haben kann. Da bin ich sicher. Und da oben ist das Wissenschaftlercamp. Mal sehen, was die so schaftlern, die Wissenden. Oh, es brennt. Offenbar hat es das Camp schwer. Und er bricht dich ruhig selbst. Alter, wie sehen die denn aus? Sind das die aufgespießten Menschen? Oh Gott, sie leben noch. Oder schon wieder? Was haben die Geth ihnen angetan? Nur Gutes, denke ich. Stufenaufstieg, nice. Alles in Ordnung, Kumpel? Husk. Oh, der greift an, der greift an. Geh weg, stirb, stirb. Du auch, schön sterben. Du müsst
schneller und intensiver sterben, bitte. Das macht ihr sehr gut. Fein. Nähern Sie sich einem Squad-Menü und drücken Sie E, um kurze Kommentare zur eigenen Situation zu hören. Ziele überprüfen. Es könnten unsere Leute sein. Wir hielten diese Welt für sicher, bis die Geth auftauchten. So ist das mit den Geth. Ach, guck mal, da hinten ist eine Türsteuerung mit leichter Dechiffrierung. Da gehen wir gleich hin. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Umgucken ist immer voll super. Das mache ich super gerne. Ach, hier geht's von alleine auf. Und wir finden Universalgel. Gel. Damit können wir uns einreiben. Präzisionsgewehr, schwere Rüstung. Kann ich eine schwere Rüstung tragen? Nein, kann ich nicht. Die kann ich noch nicht anziehen. Das muss man wahrscheinlich erst entwickeln oder so. Man kann auch den Helm absetzen. Guck mal, so sieht mein neues Gesicht aus. Finde ich besser als das andere. Aber Helm aufsetzen ist immer gut in Gefahrensituationen. So, ich will nicht die ganze Zeit nur im Inventar rumfuchsen. Ich will eigentlich hier an die Tür ran. Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Danke für den Tipp, Sherlock Holmes. Mit den Bewegungstasten WADZ können Sie zum Zentralkern vorrücken. Vorsicht vor den Sicherheitsprogrammen. Starte manuelles Überbrücken. Lass mich raten. Rote Blöcke nicht treffen. Okay, kriege ich hin. Hallo? Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich. Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen. Ja, ganz ruhig. Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Da bin ich ja beruhigt. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Alter, reiß dich mal zusammen. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Sag mal, hast du zu viel in Offenbarung des Johannes gelesen, oder was? Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen. Bis sie kamen. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Was? Das ist unmöglich. Niles war vor dem Angriff bei uns auf der Normandy. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Ja, das will ich meinen. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Das Gefühl habe ich auch. Wir haben ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Wie die Feiglinge, die ihr seid. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Ich meine, um in Sicherheit zu sein. Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Nice! Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert. Junge. Das Biest geweckt. Die Finsternis entfesselt. Du bist ein bisschen sehr dramatisch bitte. Drauf. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten? Gute Manuel Frage. Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Nee, das weiß ich nicht. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es kein Entrinnen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Da wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich gab ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Ich kann ihm das Maul stopfen. Nein, nein, da reiße ich mich mal zusammen und sage auf Wiedersehen. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Genau, Will. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Ja, das ist eine gute Idee. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Leg dich eine Runde hin.
Haben wir sonst noch hier? Kann ich hier noch was mitnehmen oder so? Was ausleihen, was ihr da habt? Nein. Gut, dann nicht. Gehen wir halt weiter. Und quicksaven zwischendurch mal. Falls garstige Monster uns umbringen. Oh, hey, da ist ja Dings, Bums. Und da ist noch ein anderer Turianer. Saren. Mylas. Der klingt, als wäre er lieb. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Und seine Kontrolle bedeutet, dass er ihn bedroht, oder? Weil was ist das Overkill da einem Schnellzyklus-Slot zu? Was? Man sehe sich nur die Größe an. Wählen Sie ein Kraftsymbol mit einem Linkstick aus, halten die Maus am gedrückt und ziehen Sie die Kraft zur Schnellzyklus-Slot-Leiste, durch die Maus das wieder loslassen. Was? Was? Shepard Overkill. Wo soll ich das hinziehen? Ach, da oben, zur Schnelleinrichtung. Okay, auf die 1. Ja, was ist denn hier so laut? Muss das so laut sein? Ach, das ist so laut. Okay. Das sehe ich ein. Das Raumschiffe sind laut. Und es verschwindet einfach. Heißt das, die ziehen jetzt ab und wir haben unsere Ruhe? Mensch, das wäre ja super. Tschüss. 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 Wir sollten weiter, Commander. Meinst du? Früher war es wunderschön hier. Ja, die Zeiten sind vorbei. Da unten lungern welche rum. Oh! Da sind noch solche Husks. Stirb, 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 stirb! Der steht da einfach nur rum. Ganz doof. Aber nicht mehr lange. Ganz schön robust, die Dinger. Kann man gut was reinholzen. Aber irgendwann gehen auch sie kaputt. Oh, guck mal, da ist noch so eine Tür. Mit leichter Dechiffrierung. Da dechiffrieren wir doch mal ganz fix. Und da hängt auch noch ein Kanister rum. Dechiffrieren. Flüpp. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus. Ist es sicher? Okay. Sind Sie weg? Ja, ja, alles ist sicher. Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Nicht mal mir. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Dafür bin ich doch da. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Ja, gute Idee. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. Bestimmt geht's Ihnen allen gut. Da bin ich sicher. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Sei doch nicht so pessimistisch. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Wissen Sie etwas über den proteanischen Sender, der hier ausgegraben wurde? Wir sind nur ein paar Farmer. Wir haben gehört, dass Sie dort was gefunden haben, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Jedenfalls bis jetzt nicht. Mhm. Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Und ist gerade wieder abgezogen. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Der Schrei nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Oder es war der Schrei der Verdammten. Auch war, es das fühlte sich auch an, sein. Als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Naja, dann schön, dass es euch gut geht. Wir müssen da mal weiter. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Ah, was Himmel für Sachen? Blake.
Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben Sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Aha, Schmugglei! Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Sie verstoßen gegen das Gesetz, Cole. Oh ja! Wir tun doch keinem weh. Himmel, ich weiß ja meistens nicht mal, was in den Paketen ist. Ich dachte einfach nur, es könnte was Nützliches sein. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Soll ich einfach nur bedanken, oder? Bin ich sicher, ob das... Ist das alles? Oh, das kann ich gar nicht wählen. Warum nicht? Warum kann ich nicht ist das alles wählen? Das gibt nur ein komisches Geräusch, wenn ich da draufklicke. Dann sage ich halt danke. Das sollte helfen. Gehen wir. Dankeschön. Viel Glück. Und vorbildlich Punkte kriege ich dafür. Und eine Stinger 2 Pistole. Die gucken wir uns gleich mal an. Filterei der Gegenstands, bla bla bla. Die ist sehr gut. Macht mehr Schaden. Mehr Schüsse bis Hitzelimit und größere Präzisionseinstufung. Die rüste ich gleich mal aus. Vielleicht soll ich auch mal eine Pistole benutzen irgendwann. Vielleicht bringt das was. Kann ich noch in eure Hütte reingehen? Die Antwort ist selbstverständlich ja. Spinnt leichte Elektronik. Können wir auch so kurz schließen. Ergibt sich da auch irgendwann mal eine Lücke, die wir nutzen können? Ja. Und noch eine Pistole und eine Mittelschwer-Kroganer-Rüstung. Wir werden noch früh genug herausfinden, was ein Kroganer ist, denke ich. Beziehungsweise, ich weiß es ja schon, aber der geneigte Zuschauer vielleicht noch nicht, weil er das Spiel noch nicht kennt. Unterdessen haben wir hier noch irgendwie was. Ne, da ist nur ein Abgrund. Oh, warum ruckelt es hier? Liegt es am Feuer? Wahrscheinlich. Nihlus! Commander, es ist Nihlus. Da bewegt sich was, hinter den Kisten. Warum ruckelt es hier? Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen! Ich bin ein Mensch! Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Sei mal ein bisschen vorsichtiger. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Erzähl erstmal, was passiert ist. Ich muss wissen, wie Nihlus gestorben ist. Bestimmt ein Herzinfarkt. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Herr schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Wo ist Saren hingegangen, nachdem er Nihlus getötet hatte? Er sprang auf den Frachtzug auf, in Richtung der anderen Plattform. War wahrscheinlich hinter dem Sender her. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Warum? Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Lehrchen, um eine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein du brauchst ein Nickerchen. Konnte. Also hast du dich einfach ein bisschen hingelegt während der Arbeitszeit. Sie haben überlebt, weil sie faul sind? Sie machen mich krank! Nein, ich meine natürlich, es ist ein sehr glücklicher Zufall für sie. Wenn sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Sicher sehr beruhigend für ihn, das schon zu wissen. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Das kann ich verstehen. Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geth. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Da geht doch was vor. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Gibt es unschreckliche Massaker, frage ich mich. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist.
scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Das denke ich mir auch immer. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. War das geil? Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Also war es ziemlich geil, oder? Es war riesig. Landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Klingt, als wäre es sehr geil. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte. Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Die anderen haben auch von diesem Geräusch erzählt. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Okay. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Na, tschüss. Grüß mal die anderen von mir. Da ist noch ein Medizin-Kit. Kit war auch dieses geile Auto, das geredet hat. Mit David Hasselhoff. Oh, dein Upgrade-Kit. Alles nehmen, jawohl. Und es brennt hier so schön. Oh, da sind noch mehr Viecher. Wollt ihr sonst auch mal auf die schießen? Oder soll ich das alleine machen? Nicht jetzt, Commander! Wann denn? Ich will mich mit dir unterhalten. Du bist mein einziger Freund. Na gut, Ashley ist ja jetzt auch da. Und da sind noch mehr. Auf wen haben wir denn jetzt gerade geschossen? Drücken Sie Pfeil nach unten, um mir Scott anzuweisen, ihm zu folgen. Okay, das hat ja super was gebracht. Ach, da stehen sie drin. Ein Geht-Verwüster. Na, der geht aber zu weit, finde ich. Stirb, stirb, stirb. Befehlen Sie Kaidan die Biotik-Fähigkeit werfen gegen... Okay, halten Sie die Taste drücken zu Beginn. Durch einen Rechtsklick und Drehen der Kamera können Sie den Geht-Zerstörer erfassen. So ungefähr? Ach, ich ziehe schon auf den. Das heißt, der ist erfasst. Vermute ich. Drücken Sie nun Kaidans Fähigkeit Werfen an. Lassen Sie die Leertaste los. Kaidan. Werfen. Haha, den hat er voll geworfen. Wie nice ist das denn? Oh, warte. Kann ich nicht auf Snipergewehr wechseln? Oha, der ist aber böse am Rumwackeln. Wenn wir denn so zielen. Sag mal. Das bringt so nix. Aber ich muss näher ran. Oh. Oh, Kaidan ist ja tot. Das ist aber ungewöhnlich. Kaidan? Kaidan? Der ist echt tot. Unglücklich. Ich muss erstmal die böse schießenden Gegner hier ausschalten. Warum seid ihr so böse und schießt auf mich? Tut sowas denn alles not? Oh, ich hab die Pistole ausgewählt. Stirb, 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 stirb. Du sollst stirben. Ist er tot? Oh ja, er ist tot. Oh, und Kaidan ist auch wieder aufgestanden. Na, dann kann es ja so schlimm nicht gewesen sein. Da hat der feine Herr nur simuliert. So, ich will wieder mein Sturmgewehr ausrüsten, wenn es geht. Da ist es ja. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Meinst du nicht? Ist doch nur ein bisschen blutiger Himmel hier. So schlimm ist es doch gar nicht. Oder doch?